So, ich begrüße euch zu meinem neuen Video. Heute mache ich eine Kartoffelsuppe. Ich nehme als Grund mal Butter, da ich finde, dass durch Butter bekommt man nochmal einen besseren Geschmack, wie wenn man irgendwo ein Fett nimmt oder ein Öl oder irgendetwas zum Anbraten. Finde ich Butter recht gut. Ich lasse die jetzt mal schmelzen. Dann habe ich bereits Zwiebeln habe ich schon vorgeschnitten. Genauso wie Kartoffeln. Ich habe einen Teil der Zwiebel, einen Teil der Kartoffeln habe ich in kleine Würfel geschnitten. Eben hier. Die gebe ich hinzu, wenn ich sie püriert habe. Da ich finde, dass das ein. Ja, es ist eigentlich sehr gut, wenn in der Suppe noch irgendwie ein Hauptbestandteil im Ganzen da ist. Die restlichen Kartoffeln habe ich grob geschnitten. Genauso wie die Zwiebeln. Und Knoblauch gebe ich auch hinzu. Zum Anbraten, also wie gesagt, jetzt lasse ich mal die Butter, gebe dann Zwiebel und Knoblauch hinzu. Ja, so, die Butter bräunt schon langsam. Jetzt gebe ich die Zwiebeln hinzu und etwas Knoblauch. Wenn sich irgendjemand fragt, ja, ich habe meist oder oft das Problem gehabt, dass mir Knoblauch schlecht geworden ist, weil er zu lange irgendwie im Kühlschrank gelegen ist, weil ich gerade nichts mit Knoblauch machen wollte. Und ich habe mir dann angefangen, wenn ich Knoblauch kaufe, dann mache ich mir eine Knoblauchpaste. Sprich, ich schäle den ganzen Knoblauch, den ich kaufe, und püriere ihn mit Öl. Also entweder mit Rapsöl oder mit Sonnenblumenöl. Gebe ihn in ein Glas. Kann ich euch mal zeigen. Nehme ein ganz normales Glas. Bedecke das Ganze mit demselben Öl, mit dem ich ihn eben angebraten habe. So bleibt er sehr, sehr lange haltbar, und ich habe gleichzeitig ein bisschen ein Knoblauchöl, da das Öl oben natürlich den Geschmack vom Knoblauch auch annimmt. Genau, so, ich habe die jetzt mal glasig angeschwitzt, gebe jetzt die Kartoffeln hinzu und werde das Ganze dann natürlich gleich würzen. Ich verrühre das mal. Ich gebe dann gleich Oregano, Majoran, Salz, Pfeffer und Muskatnuss hinzu und werde es dann mit Weißwein, das ist mein Weißwein hier, das ist ungefähr ein halbes Espresso-Glas voll, dann werde ich es ablöschen. Genau, also wie gesagt, ich nehme, na, es wird ungefähr reichen, dann Oregano und Majoran, auch wieder ungefähr dasselbe. Bei getrockneten Gewürzen gut aufpassen, ich zerreibe es eben, weil die ätherischen Öle ein bisschen besser rauskommen, dass ihr nicht zu viel erwischt, da die getrockneten natürlich wesentlich intensiver sind wie die frischen. Ja, weil wenn man es trocknet, entzieht man natürlich die Flüssigkeit, also das Wasser, und die ätherischen Öle in den Gewürzen bleiben zurück. So, jetzt gebe ich etwas geriebene Muskatnuss hinzu, die passt immer perfekt zum Kartoffel, und ein bisschen schwarzen Pfeffer, nicht zu viel, und dann noch ein bisschen Salz, wird reichen. Das Ganze lasse ich jetzt eben ein bisschen anbraten, gieße dann mit Weißwein ab, lasse den verkochen. Also keine Sorge, ich habe selbst Kinder zu Hause, wenn ich den Weißwein jetzt kochen lasse, dann verdampft der ganze Alkohol, und es ist rein wirklich wegen dem Geschmack, also das ist jetzt nichts Schlimmes, auch nicht für Kinder. Das ist aber wichtig für eine Suppe oder generell für Soßen. Ist jetzt nichts Gravierendes, also nichts denken, wenn ihr Kinder habt. Ihr müsst natürlich nicht mit Wein ablöschen, aber ich mache es gern rein wegen dem Geschmack. Also es ist überhaupt kein Alkohol, bleibt nichts zurück. Man merkt es auch nachher nicht wirklich, es ist wirklich nur ein bisschen wegen dem Geschmack. Das Ganze lasse ich jetzt ein bisschen kochen. Dann habe ich mir schon ein Gemüsefond vorbereitet, das ist jetzt etwa 1 Liter. Ich gieße das Ganze dann durch ein kleines Haarsieb, da ich die ganzen Rückstände von dem eigentlichen Pulver, das ich habe,
Das möchte ich nicht drin haben in der Suppe oder generell in Soßen, wenn ich es verwende. Darum gieße ich das eben durch ein Sieb, dass die Rückstände eben weg sind. Die mag ich und brauche ich einfach nicht. Ich lasse es jetzt etwas kochen, dass eben der Weißwein sich wieder verkocht. So, bisschen noch. Ich sehe schon wieder nichts, meine Brille beschlägt. Das Leiden der Brillenträger. Alles, was man kocht und wo Dampf ist, man sieht nichts mehr. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. So. Dann gießen wir das Ganze jetzt mit einem Liter Gemüsefond auf. Oder Gemüsebrühe, je nachdem wie ihr es sagen wollt. Das sind eben die ganzen Rückstände, die ich nicht brauche oder nicht haben will. Jeder wie er will. Das Ganze lasse ich jetzt weich kochen. Und wir sehen uns dann wieder, wenn wir es pürieren. Es wird ungefähr, ich schätze mal grob, halbe, dreiviertel Stunde, eher eine halbe Stunde lasse ich es kochen, dann schaue ich nach. Und dann kann man schon wahrscheinlich pürieren. Die kleinen Würfel würde ich auch in etwa 10 Minuten, Viertelstunde mitkochen, dass sie eben schön weich sind zum Essen. Und ich gebe danach noch ungefähr 300-400 Milliliter Sahne hinzu und dann eben noch abschmecken, ob noch Salz fehlt oder irgendetwas und ja, aber das sehen wir dann eh später. Gut, ich lasse das Ganze jetzt mal köcheln, ungefähr eine halbe Stunde, dann schaue ich es mir an und wir sehen uns dann später wieder. So, Kartoffeln sind jetzt weich gekocht, ich werde das Ganze jetzt pürieren und ja, ich rede jetzt über das nicht, weil sehr klar, man hört nichts und ja, es geht dann nachher gleich weiter. So, wer sich fragt, genau, ich habe noch ungefähr 300 Milliliter Wasser nachgegeben, weil sonst hätte ich es jetzt nicht pürieren können. Ich gebe jetzt gleich noch eben die 400 Milliliter Sahne hinzu. Zack. Zwei. Genau, so, jetzt bin ich eben soweit fertig. Ja, ich mache gleich weiter. So, jetzt könnt ihr euch die Konsistenz der Suppe mal anschauen. Die ist jetzt sehr, sehr cremig. Ich gebe jetzt die wieder zurück am Herd. Schalte die nochmal kurz ein. So auf Stufe 8 ungefähr. Gebe jetzt dann gleich die Kartoffelwürfel hinzu. Lass die auch noch etwa ungefähr eine Viertelstunde gut kochen, schau, ob sie bissfest sind und dann kann man die Suppe eigentlich schon servieren. Natürlich davor noch abschmecken mit Salz, Pfeffer, Muskat und ja, dann machen wir mal weiter. So, also wie vorher schon gesagt, ich gebe jetzt die Kartoffelwürfel hinzu, die lasse ich eben mitkochen. Ich habe noch ein bisschen Salz nachgegeben, mehr nicht, da sonst der Geschmack sehr, sehr angenehm ist. Und ich zeige euch dann die Suppe wieder, wenn sie fertig im Teller ist. So, hier ist meine fertige Suppe, eben drum mit Löffel, dass man sieht, da sind die Kartoffelstückchen.
Dass der Kartoffel aufschwimmt, genau. Dass der Löffel oben aufschwimmt, habe ich jetzt einen von den Brandteigkrapfen drunter gegeben. Weil ich finde eben, wenn man 5 oder 7, je nachdem einfach eine ungerade Zahl hineingibt, ist das einfach wesentlich schöner, wie eine gerade Zahl. Ja, das ist nur zum Zeigen eben mit den Kartoffelwürfeln. Das wäre die fertige Suppe. Ihr könnt natürlich noch mit Sahne ein kleines Muster hineingeben, mache ich jetzt nicht. Und ich wünsche euch guten Appetit.